Endlich ist die Länderspielpause vorbei. Ich darf Sie wieder begrüßen zu unserer Pressekonferenz und es wird wieder Clubfußball gespielt. Sturmzeit ist wieder. Wir spielen übermorgen in Altach gegen den SC Altach. Erster gegen Zweiter um 16 Uhr in der Cashpoint Arena. Ich darf mich begrüßen den Cheftrainer Franco Foda und Stefan Hierländer. Franco, die Länderspielpause ist vorüber. Welchen Eindruck hat die Mannschaft gemacht in den zwei Wochen? Ja, einen sehr guten. Wir haben das letzte Spiel dann kurz noch analysiert. Wir waren klar enttäuscht nach dem Spiel und haben uns dann aber nach einer kurzen Pause dann auf das Training konzentriert, hatten dann ein gutes Testspiel gegen Halladasch, haben dort Gott sei Dank auch wieder einige Tore erzielt und ab dieser Woche war dann Fokus auf das Spiel gegen Altach. Heute sind wir das erste Mal komplett, alle Spieler sind dann an Bord, ja, auch die Teamspieler von der U21. Jimmy hat gestern schon mit uns trainiert und sind gut vorbereitet auf das Spiel, wissen, was auf uns zukommt und wir fahren nach Altach und wollen versuchen, 3 Punkte zu holen. Stefan, Schlagerspiel, Erster gegen Zweiter. Warum wird Sturm dieses Spiel gewinnen? Ja, der Trainer hat schon angesprochen. Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns. Ein gutes Testspiel und ich glaube, wenn wir unsere Basics wieder abrufen, können wir das Spiel gewinnen. Ja. Aber das Spiel muss erst gespielt werden und wir müssen unsere Leistung bringen, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das positiv gestalten. Ich bitte um Ihre Fragen an die beiden. Herr Foda, ich weiß, die Konzentration geht 100% Sturm, aber was ist an den Ingolstadt-Gerüchten dran? Haben wir schon Trainer, oder? Ja, also ich kann es ja gerne nochmal wiederholen und nochmal betonen und habe das ja auch schon mal in einem Interview gesagt, auch im Fernsehinterview, dass das für mich kein großes Thema war. Ja, auf der einen Seite ist es schön, wenn Interesse von einem anderen Verein bekundet wird. Auf der anderen Seite habe ich auch immer wieder betont, dass ich hier einen Vertrag habe bis 2017 und ich den erfüllen werde. Also hat es keine Verhandlungen mit Ingolstadt gegeben? Nein, keine Verhandlungen. Und warum glauben Sie, wird immer, oder besser gesagt, so oft Ihr Name ins Trainerkarussell geworfen in Deutschland? Da müssen Sie. Ihre Person so begehrt. Ja, wie soll ich das beantworten? Es ist ja immer, es gibt doch einen großen Unterschied. Ja? Ein Verein sucht irgendwann, wenn sie dann, leider Gottes werden ja die Trainer heutzutage relativ schnell beurlaubt, die suchen dann einen Trainer, sie machen sich Gedanken, dann gibt es mal Interesse, aber zwischen Interesse und Verhandlungen und so weiter, da ist dann ein langer Weg. Ja? Und warum das so ist, müssen sie die Vereine fragen, die dann Interesse haben. Bin ich überfragt. Weil wir gerade bei der Trainersuche sind oder so weiter. Altach hat jetzt einen neuen Trainer, wurde geködert, kann man sagen, von Rapid. Ja. Glaubst du, dass sich das auf das Spiel der Altach irgendwie auswirken kann, dieser Trainerwechsel? Schwer zu sagen, aber es macht ja der Co-Trainer vom Damir und gehe davon aus, dass sie die gleiche Ordnung haben werden auf dem Platz, gleiches Spielsystem, gleiche taktische Ausrichtung, dass sich also vom Spiel her nicht viel verändern wird. Aber es gibt ja auch keinen Grund. Ja. Sie stehen ja auch zu Recht mit uns ganz vorne. Sie haben eine gute Saison bis jetzt gespielt und es wird ein interessantes Spiel, ja, sowohl von taktischer Hinsicht, was so beide Mannschaften vorhaben. Spiel der Ersten gegen den Zweiten, es geht um die Tabellenführung. Ja. Wir sind noch Tabellenführer und wir werden alles versuchen, um dies dann auch zu verteidigen. Was ist denn diese Woche auch notwendig, die Spiele irgendwie aufzurichten nach dieser, sagst du unter Anführungszeichen, Mini-Krise aus den letzten 3 Spielen, oder sind die Spieler trotzdem jetzt immer sehr positiv gestimmt gewesen, auch wenn es nicht so nach Wunsch geklappt hat? Ja, ich glaube, die Spieler sind alt genug, sie sind sehr einsichtig, sie haben sich auch Gedanken gemacht. Wir haben, wie gesagt, das Spiel besprochen. Im Prinzip war es ja so, wir haben zwar in dem Spiel gegen St. Pölten nicht die optimale Leistung abgerufen, aber die Leistung war auch jetzt nicht schlecht, weil wir hätten das Spiel auch für uns entscheiden können. Ja, wir haben einen klaren Elfmeter nicht bekommen. Ja, es war jetzt einmal, haben wir einen Elfmeter erhalten gegen uns, war aus der Wien, der keiner war. Jetzt haben wir einen klaren Elfmeter nicht bekommen. Wir haben das Spiel im Griff gehabt, haben 1-0 geführt. Ja, wir hätten, obwohl wir nicht auf Top-Level waren, ja, nach dem 2-1 hatten wir noch 2 Lattentreffer. Also wir hätten das Spiel immer drehen können.
Und das sind auch die positiven Dinge, dass selbst wenn wir mal nicht so gut spielen, immer in der Lage sind, dass wir trotzdem Tormöglichkeiten haben. Und das sind eigentlich die zwei Dinge, die wir besser machen müssen. Dass wir einfach wieder in der Defensive konzentrierter sind. Wir lassen eigentlich dem Gegner wenig zu im Moment. Aber in den entscheidenden Situationen, da müssen wir wieder konzentrierter und giftiger sein in der Defensive. Und wir müssen einfach wieder effizienter sein im Offensivspiel. Ja, wir haben unsere Möglichkeiten, auch gegen Austria Wien, und die müssen wir einfach wieder nutzen. Herr Vodermann, hatte das Gefühl, die Mannschaft ist ein bisschen erschöpft, ein bisschen angeschlagen. Wie wichtig war die Länderspielpause? Dann sind jetzt wirklich die meisten Spieler wieder zu 100% fit? Ja, alle Spieler sind noch nicht an Bord. Also Sascha Horvath und Simon Piesinger, die haben jetzt mit Lauftraining wieder begonnen. Es ist auch schön, sie wieder auf dem Platz zu sehen. Die jüngeren Spieler wie Dario Marisic und Skrivi. Skrivi hat ja letzte Woche schon eine Halbzeit gespielt. Haben sich jetzt auch von den Verletzungen wieder erholt. Und ist doch normal. Man steht vorne. Ja, die Erwartungen, es ist immer so, von außen ist ja klar, du bist vorne, die werden immer größer. Druck wird etwas größer auf der Mannschaft. Vielleicht hat dann in den entscheidenden Situationen auch so die Lockerheit gefehlt. Und das versuche ich der Mannschaft auch zu vermitteln. Wir müssen einfach in die Spiele reingehen. So wie Hirli das auch gesagt hat, einfach die Basics wieder abrufen, überzeugt sein von dem Spiel, was wir können. Wir haben das ja gezeigt, oder die Spieler haben es gezeigt, ich ja nicht. Spieler Gott sei Dank nicht mehr, aber die Spieler haben es immer wieder bewiesen, dass sie das in der Lage sind, richtig gut Fußball zu spielen. Und das müssen sie einfach wieder an den Tag legen. Franco, wenn wir vor Saisonbeginn gesagt hätten, jetzt im November ist das Spitzenduell Sturm gegen Altach, was hätten Sie da gedacht oder gesagt? Ja, ich hätte es mal sofort unterschrieben. Ne? Weil mit dem konnte man ja auch so nicht rechnen, weil wir hatten ja doch einige Umstellungen vorgenommen, hat relativ schnell funktioniert. Deshalb bin ich auch jetzt total entspannt und das müssen die Spieler auch sein. Ja, sie haben was Gutes erreicht, aber wir wissen auch, es ist nichts älter im Fußball als der Erfolg von gestern. Ja, das spürt man jetzt auch so. Ja, da wird dann schon von Krise geredet. Und da darf man sich halt nicht beeinflussen lassen. Gerade in den Situationen, ja, da muss man Farbe bekennen, da muss man wieder aufstehen, da muss man wieder bereit sein als Mannschaft, jeder einzelne Spieler. Und so wollen wir an das Spiel gehen. Ja, Altach, dann verbietet das jetzt schon auf einen fast. Ist das schon eine kleine Vorentscheidungsphase, wo es so hingeht in der Tabelle dann demnächst? Nein, also ich habe also vor 3 Wochen zurück. Da haben wir alle schon gesagt, ja, wenn der Lauf so weitergeht, hast du am Ende der Saison 90 Punkte und ja, denn du bist schon Herbstmeister. Es hat uns auch nicht, ja, das haben wir zwar ja so zur Kenntnis genommen, weil du kannst es ja nicht beeinflussen, was geschrieben wird. Aber genauso wenig ist jetzt, und ich habe damals immer gesagt, die Meisterschaft wird nach 36 Spieltagen entschieden, ja. Es werden jetzt zwar 2, 3 oder 3 Euro für das Phrasenschwein, aber es ist einfach so. Und auch die nächsten 2 Spiele sind auch nicht vorentscheidend. Ja, die sind vielleicht aussagekräftig, ob du dann jetzt in 2, 3 Wochen Erster oder Zweiter bist oder Dritter. Ja, aber letztendlich geht es darum, dass du viele Punkte holst, ja, und dass du dir eine super Ausgangssituation schaffst für die letzten Spiele. Das ist entscheidend. Für Altach schwierig ist und auf einmal so eigentlich der Erfolg dann auch ausgerissen wird? Nein, ich glaube, es ist immer keine schwierige Situation, aber eine ungewohnte Situation, wenn ein Co-Trainer das jetzt übernimmt, aber ja, im Trainingsalltag vielleicht, dass eine kleine Umstellung ist, aber am Wochenende, glaube ich, fürs Spiel hat das überhaupt keine Ausschlagskraft, weil Altach, glaube ich, ja, die wollen sicher, so wie wir, ja, so lange wie möglich da oben bleiben. Und deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt so einen großen Ausschlagspunkt gibt, dass jetzt der Herr Kanadi zu Rapid gegangen ist. Herr Fuder, ich habe mir den Ballbesitz der letzten Runde angeschaut. Alle Mannschaften, die Ballbesitz hatten, haben verloren. 4 Mannschaften, der Sturm St. Pölten war es 54-46, bei allen anderen 4 Niederlagen hatten die Verlierer mehr als 67% Ballbesitz. Sagt der Ballbesitz überhaupt nichts mehr aus?
Also würde ich es nicht formulieren, aber Ballbesitz schießt keine Tore, das ist schon richtig. Ja. Und wir waren gerade gestern wieder auf einer Trainerfortbildung und da wurde von dem Willi Rutensteiner die EM 2016 nochmal analysiert und da war es auch so, dass die Mannschaften, die sehr viel Ballbesitz haben, dass da nur 31% davon ihre Spiele gewonnen haben. Also es zeigt im Prinzip, was halt im Fußball wichtig ist. Ja. Im Fußball ist halt wichtig, dass du im letzten Drittel effizient bist, dass du die Tore erzielst, ja, und dass du halt auch immer wieder, klar, wir wollen auch schon auch Ballbesitz haben, weil es gibt ja oft Mannschaften, die stellen sich dann hinten rein, dann hast du automatisch den Ballbesitz. Ja. Aber wichtig ist, dass du Ballbesitz hast in den gefährlichen Zonen, ja, also das heißt also auch im letzten Drittel. Und dass du halt auch aber alle Facetten beherrschen musst. Ja. Das bedeutet, dass wenn du einen Ball eroberst, musst du auch schnell nach vorne spielen, weil wenn du einen Ball eroberst und der Gegner in der Vorwärtsbewegung ist, dann ist er kurz unorganisiert und genau diese offenen Stellen, die musst du dann halt schnell bespielen. Ja. Also ja, Fußball sind viele Dinge wichtig, also nicht nur Ballbesitz. Ich war zweimal von den Basics die Rede. Was sind jetzt die Basics, in denen man gearbeitet? Ja, immer wieder an Dinge, die im Fußball eben wichtig sind. Ja, Defensivverhalten, Offensivverhalten, Spiel gegen den Ball, Spiel im Ballbesitz, Umschaltspiel, ja, alle diese Dinge. Aber die Basics, die ich meine, ist einfach, dass du einfach in gewissen Situationen halt noch konzentrierter sein musst, vor allen Dingen auch in der Defensive, bei Standardsituationen. Wenn du einen Ball verlierst in der Vorwärtsbewegung, dass du trotzdem hinten gut stehst, dass du eine gute Balance hast zwischen Offensive und Defensive, dass jeder Spieler auch bereit ist, wieder für den anderen Fehler auszubessern, was uns extrem ausgezeichnet hat in den ersten Spielen. Und das will auch die Mannschaft. Ja, vielleicht war sie im letzten Spiel, aus welchen Gründen auch immer, dazu nicht ganz bereit. Aber ich habe trotz allem ein gutes Gefühl, weil die Mannschaft sehr einsichtig ist und eigentlich immer gut trainiert. Immer wieder präsent ist und es wird sie dann auch am Samstag im Spiel sein. Stefan, ist jetzt also körperlich und mental wieder fit? Zwei Wochen zum Durchstarten? Ich glaube, wir waren immer fit. Wir waren körperlich fit, wir sind mental fit. Ja, es ist natürlich immer schwierig. Wir sind Tabellenführer seit, weiß ich gar nicht, seit wann. Und immer wieder, ja, das zu bestätigen, ist glaube ich, das Schwierigste im Fußball. Und ja, wir haben jetzt, glaube ich, gegen St. Pölten kein gutes Spiel abgeliefert. Deswegen war die Länderspielpause vielleicht jetzt nicht so optimal, weil natürlich die Mannschaft hätte es gern wieder nächste Wochen ausgebessert. Aber ja, nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, die zwei Wochen sehr gut genutzt, sehr gut trainiert. Und ja, also ich bin optimistisch, dass wir am Wochenende ein gutes Spiel machen werden. In der Woche, in den letzten zwei Wochen herausgestellt, während vorderster Front beginnen wird? Ja, man hat ja für jedes Spiel eine Idee und klar weiß ich schon, wer am Wochenende vorne spielen wird. Wir haben einige Variationsmöglichkeiten. Ja, wir können mit einer Spitze spielen, ja, plus eine 9,5er, ja, so wie Hirli 9,5 spielen kann. Oder wir können mit zwei richtigen Stürmern spielen, wir können auch mit drei spielen. Also wir haben einige Optionen. Stefan, man hatte das Gefühl, in den ersten Partien wart ihr so präsent am Platz und ihr hattet so einen unbändigen Siegeswillen. Es kommt das Gefühl auf, das ist ein bisschen verloren gegangen. Was glaubst du, woran liegt das? Naja, der Siegeswillen ist sicher noch da. Wie schon gesagt, also ja, am Anfang der Saison waren wir vielleicht, vielleicht dieser Underdog, mit dem keiner gerechnet hat, dass die so gut auftreten. Wenn man dann oben steht, wird man analysiert. Ja, jeder will gegen Sturm Graz, die Tabellenführer sind, gewinnen. Und da werden oft mal, ich kenne das aus Zeiten in Salzburg, wenn man Tabellenführer war, dass jedes Spiel, da hat man gemerkt, jedes Spiel will jeder irgendwie diese Mannschaft, die oben steht, besiegen. Das ist das Schwierige, wenn man jetzt da oben steht. Und ich glaube, der Siegeswillen ist da. Nur
ja, diese Basic-Sachen, wie der Trainer es angesprochen hat, diese, ja, jeder ist für einen anderen da, die waren vielleicht jetzt nicht so gegeben, aber wenn wir das wieder abliefern, dann glaube ich, sind wir sehr schwer zu schlagen und ja, und ich glaube, dann können wir im Alltag ja, was mitnehmen. Jetzt ist einfach die Frage, machen wir das am Wochenende oder machen wir das nicht? Gibt es noch eine Frage? Letzte Reihe, links. Ja, Altach hat auch im letzten Spiel gegen Austria haben sie ja, sehr kompakt verteidigt, haben schnelle Umschaltspieler vorne, mit Dovedan, Oberlin, um nur einige zu nennen. Und ja, gehe davon aus, dass sie von ihrer Spielart nicht viel verändern werden. Also wir werden auf eine Mannschaft treffen, die kompakt verteidigt, ja, die versucht, das Spiel des Gegners zu unterbinden und darüber hinaus halt, wenn sie den Ball erobern, halt dann schnell und zielstrebig nach vorne spielen. Und da sind wir vorbereitet, ja, weil wir wollen auch schon immer versuchen, auch aktiv zu sein, auch im Ballbesitz. Beinhaltet klarerweise immer, wenn du Fehler begehst in gewissen Zonen, Ballverluste hast, dass du dann konterfällig wirst. Und die müssen wir einfach vermeiden. Gibt es noch eine Frage? Wenn nicht, dann darf ich auf die kommenden Wochen vorausschauen. Weihnachten steht vor der Türe. Ab Montag die Black Christmas Tour in der Shopping City Seiersberg. Gleich am Montag die Autogrammstunde mit Schulz, Koch und Allah. Zwischen 17 und 18 Uhr. Außerdem ab 18. November in der Innenstadt der Charity-Glühweinstand zugunsten unserer Sturmjugend. Auch da werden immer wieder Spieler, Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder vor Ort sein, wo man mit Sturmverantwortlichen Kontakt knüpfen kann. Und damit das Paket stimmt, der Adventkalender ist auch schon im Fanshop erhältlich. Dann sehen wir uns morgen in Altach wieder. Dankeschön, alles Gute. Danke.